Es riecht, ich würde sagen, nach Indien oder Indonesien. Also mein Vater hat mir dieses Kochen beigebracht. Es ist jetzt nicht nach Rezept, sondern es hat sich sozusagen über die Familie tradiert. Das Kochen bedeutet für mich im Prinzip miteinander, mit der Familie, mit Freunden. Es ist etwas, was ich gerne tue. Ich glaube, dieser Aspekt des Kochens und der Nahrungsaufnahme, das sind alles Dinge, die für Patienten eine große Rolle spielen können. Wir haben diese neurorobotischen Systeme entwickelt, die es ermöglichen, Querschnittsgelähmten wiederzugreifen. Wir haben dann einen Patienten gefragt, ja, was möchte er denn jetzt mit seiner Hand machen? Und natürlich war es dann, ja, er möchte Kartoffelchips essen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben Kartoffelchips besorgt und er hat die dann selbstständig greifen können und selber essen können. Und das war natürlich ein großer Moment des Glücks für ihn. Technologien können sehr viel Schlimmes bewirken, können aber auch Menschenleben retten. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass sich die Wissenschaftler immer klar positionieren, wie Technologien eingesetzt werden sollten und auch diesen Einsatz befördern. Mein Name ist Suhir Sukhadar, ich bin Einstein-Professor für klinische Neurotechnologien.